oder gibt es englische Wünsche? Nein. Auf der rechten Seite, das war unser Hauptbahnhof als Einstiegsmodell. Hier auf der rechten Seite, der Hauptbahnhof wurde eingeweiht im Jahre 2006, pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft, errichtet der Hauptbahnhof nach Plänen von Meinhard van der Kast. Ja? Ja, okay, danke dir. Und auf der rechten Seite sehen wir neue Hotelbauten in Konstruktion. Zunächst sehen wir eine große Werbung, aber die muss uns nicht interessieren. Zwei neue Hotels entstehen. Das eine hat schon richtig Kontur, das wäre das Intercity. Und davor pflanzt man noch ein Hotel aus der Kette Steigenberger. Ja, ein enormer Hotelbauboom hier in Berlin. Im Übrigen ist akustisch in Ordnung, verstehen Sie mich? Ja, danke schön. Oder soll irgendwie was aufgeschraubt werden? Okay. Ja, danke dir. Jawohl, jawohl, ja, ja, so ist es ein bisschen runder, danke schön. Ja, auf der linken Seite wiederum keine neuen Hotels, das sind Ministerien, auch für Forschung, Bildung. Zentralarchive, sonst was alles. In Berlin nach wie vor wird gebaut. Ja, manchmal hat man in der Tat den Eindruck, die Mauer fiel vor 3,5 Jahren und musste sich jetzt endlich so mal daran machen, die Stadt schick und schön zu machen. Das ist natürlich unwahr, wie Sie alle wissen, nicht? Am 9. November, vor einigen Tagen, vor 23 Jahren, fiel diese Mauer. Ja, in der Tat kein toller Beitrag war für die Menschheit, ja, kein humanistischer Beitrag. Spaltete Berlin in zwei Teile quasi. Im östlichen Teil herrschte das Prinzip des Kommunismus, Gesellschaftsform des Kommunismus. Im westlichen Teil Berlins die drei alliierten Sektoren, nicht? Der amerikanische, britische und französische Sektor. Ja, und Berlin, West-Berlin war umzingelt quasi von dieser Mauer. Das Leben war auch immer ein bisschen unter Hochdruck. Ich würde mal so kommentieren, wer wirklich politisch nicht so interessiert war, der hatte die beste Position, weil je gebildeter waren, je besser man sich politisch auskennte, kannte auch konzentrierender. Die Berlin-Blockade, den ein oder anderen vielleicht bekannt im Jahr 1948 bis 1949, das waren sehr schwere Zeiten für die Berliner Bevölkerung. Ja, das war ja ziemlich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Berliner Bevölkerung, die Westberliner Bevölkerung wurde von den sogenannten Rosinenbombern über Wasser gehalten. Ja, jetzt kann man so darüber erzählen oder plaudern. Aber die Berliner Bevölkerung wusste ja zur Berliner Blockadezeit nicht, wie lange die beispielsweise gehen würde und all sowas. Ja, also heftige Zeiten. Dann Berlin immer ein Zentrum für politische Ereignisse. Ja, 70er Jahre möchte ich erinnern, die Linksbewegung hier in Berlin. So, im Übrigen sind wir hier gelandet im Stadtbezirk Moabit, einer der 12 Stadtbezirke hier in Berlin. Und alle unsere Stadtbezirke weisen einen gänzlich unterschiedlichen Charakter auf. Im Übrigen ein paar Eckdaten zu Berlin, das ist ja auch wichtig. Ne? Die Gesamtfläche Berlins beläuft sich beispielsweise auf 900 Quadratkilometer, also eine ganze Menge. 3,8 Millionen Einwohner hier in Berlin. Und 47% der gesamte Waldwasserbestand. Enorm hoch, würde ich ja gerne sagen, 50%, aber das ist dann auch unwahr. In ganz Berlin verteilt sage und schreibe 400.000 Bäume. Wow. Ja, also eine baum- und wasserbetonte Stadt. Man sagt in Berlin mehr Brücken als in Venedig, was natürlich ein bisschen merkwürdiger Vergleich ist. Denn Venedig in der Tat mit Abstand die zauberhafteste Stadt hier Europas, nicht? Berlin nicht, dafür vielleicht eben politisch interessant und temperamentvoll. Aber wie gesagt, eine wasserreiche Stadt hier, Berlin, brückenreich. So, und wir nähern uns im Übrigen dem Schloss Bellevue, Regierungssitz für den Bundespräsidenten und das seit Jahrzehnten. Schloss Bellevue wurde bereits im 18. Jahrhundert errichtet und zwar nach Plänen Michael Daniel Philipp Buhmanns. Und seit März dieses Jahres residiert im Schloss Bellevue der Joachim Gauck. Ja, genau. Das ist ja der neue. Der Joachim Gauck wird gelobt, nimmt sich der Sache sehr ernsthaft und kultiviert an und gut, ihm seine Meinung.
Wir überqueren hier die Spree, eine der drei wichtigen Flüsse um und durch Berlin, nebst Havel und Dahme. Nicht der größte Fluss, aber der Fluss, der mit Berlin assoziiert wird. Rechte Hand des Schloss Bellevue. Davor ein Halt, aber das interessiert Sie ja nicht, weil Sie ja am Brandenburger Tor aussteigen mit Bögen, was ich vernommen habe. Ja, Schloss Bellevue auf der rechten Seite. Ach, das ist das. Genau, zum Fotografieren. Auf der linken Seite, verehrte Gäste, der ganze Baumbestand hier, die schönen Herbstbäumchen, linke Hand, sie gehören alle zum riesengroßen Stadtpark namens Tiergarten. Man sagt, etwa 210 Hektar groß, dieser Tiergarten, Stadtpark, linke Hand, rechte Hand und so weiter. Zweimal so groß wie Hyde Park in London. Ja, oder nahezu so groß wie Central Park in New York. Und vor uns noch die Siegessäule. Die Siegessäule wurde eingeweiht im Jahre 1873. Also die Siegessäule unseres Erachtens, also des Erachtens der Berliner, ist ein bisschen eine antiquierte Geschichte. Denn sie symbolisiert drei Siege für Deutschland, das deutsche Vaterland, wie man es damals so sprach, nicht Ende des 19. Jahrhunderts. Sie besiegten Länder Dänemark, Österreich und Frankreich. Herrschaften, das ist wirklich lange her. Und so werden sich die Deutschen erlauben dürfen, irgendwelche Kriegsgetümmel zu zelebrieren. Aber gut, sie steht da, hier auf dem Platz des großen Sterns. Nicht? Da kann ja keiner widersprechen, hat irgendwie eine Ausstrahlung, vor allem die Goldelse oben auf. Aber damit hat sich's dann auch. Also das Geschichtliche dahinter wird auch gerne mal zur Seite gelegt. Ja? Oben auf kann man auch sehen, nicht? Wenn sich so ein bisschen runterbeugt, eine kleine Rondellgeschichte oben auf. Ein Aussichtsblatt Förmchen quasi um die Goldelse herum mit einem super netten Rundumblick. Und diese Goldelse oben auch, nicht Symbol für den Sieg, die Siegesgeschichte und so. Diese Goldelse wurde ja angefertigt nach Plänen von Ferdinand Drake, nicht einer auch der große Baumeister nebst Heinrich Strack, Erich Schinkel, Membart und so weiter, die sich viel einfallen ließen für die Gestaltung Berlins. So, linke Hand, rechte Hand, was wir hier an bald, sage ich schon, an Baumbestand sehen, nicht? Das ist alles riesengroßer Stadtpark, Tiergarten. Auf der rechten Seite sogar eine Landschaftskarte, die hier aufgestellt wurde, Thema, ne? Der Stadtpark, so riesengroße Geschichte, im Zentrum die Siegessäule. Wir befinden uns hier im Übrigen auf einer Straße mit Namen 17. Juni. Und das ist wichtig zu wissen, weil es da nämlich der Hintergrund ist. Am 17. Juni 1953 gingen Arbeiter auf die Straße im Osten Berlins, im DDR-Bereich Berlins. Und zwar wehrten sie sich gegen die Ulbricht-Forderung, nicht Walter Ulbricht, das war der Chef der SED-Partei, der verlangte von den Arbeitern, die Stalinallee ein bisschen eiferiger hinzulegen, fertigzustellen, und zwar zum gleichen Lohnverhältnis. Ja? Und das im Arbeiter- und Bauernstaat. Die Arbeiter waren empört. Sie fühlten sich behandelt wie Sklaven, nicht klar? Und sie haben sich versucht zu wehren, liegen also auf die Straße, aber sie scheiterten. Zur Mitte des Tages, nicht 17. Juni 1953, kamen sogar sowjetische Panzer und schossen in die Menge. Das muss man sich überlegen. Also außerhalb irgendeines Gleichgewichts. Ne? Also unverhältnismäßig boshafte Reaktion der Sowjetoberen, der DDR-Oberen. Ne? Also die Arbeiter fühlten sich verraten. Diese Straßenbezeichnung 17. Juni ist folglich ein Beitrag gegen das Vergessen. Nicht? Man hofft eben, dass jüngere Generationen hier fragen, Mama und Papa, was steckt dahinter? Warum heißt die Straße so 17. Juni? Und wenn die Eltern das dann nicht wissen, dann müssen sie mal nachgoogeln, wie man heute das so pflegt zu tun, oder nachlesen, und dann erfährt man mehr über dieses Datum. 17. Juni 1953, erste Erhebung im Osten Berlins, erste Volkserhebung. Autos hier in der Mitte. So, und im Übrigen sind wir im Westteil Berlins. Also nach dem Fall der Mauer ist ja jetzt alles hier
ja nicht einfach best kapitalistische Programm, das ist klar. Und dennoch haben wir ja den Schwerpunkt hier Ost-West auf unserer Sightseeing-Tour, nicht? Und ich zeige Ihnen dann später eine Markierung auf der Straße. Können Sie sich jetzt schon mal gedanklich ein bisschen drauf vorbereiten? In Form einer Doppelreihe Kopfsteinpflaster. Und diese Doppelreihe Kopfsteinpflaster auf der Straße, später werde ich Sie gerne darauf hinweisen, so in etwa 40 Minuten nach unserer Pause, dann am Kurfürstendamm, markiert stets den ehemaligen Mauerverlauf. Ja? Dass wir also sehen, wo diese Mauer hier verlief und Berlin umzingelte und zu West-Berlin machte.